YouTube und herzlich willkommen zum Opening eines Kiosk-Displays von Speed Duel Trials of the Kingdom. Ja, eins der ganzen Kiosk-Displays, die wir uns letzter Zeit geholt hatten bei einem unserer Einkäufe und die wir momentan alle abarbeiten. Jetzt haben wir wieder ein Speed Duel-Set mit dabei, Trials of the Kingdom, da wir, glaube ich, das letzte Mal Legendary Duelists Synchrostorm aufgemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Rarity-Verteilung war, weil das letzte von diesen Speed-Duel-Boxen ist auch schon ein bisschen her, dass wir die aufgemacht haben. Und ich habe auch absolut keine Idee mehr, was hier alles drin war. Das heißt, für mich ist das quasi wie so nochmal ein neues Set aufmachen. Das Set ist ja auch schon ein bisschen älter mittlerweile. Und wir werden einfach mal schauen, was wir daraus ziehen können. Diese Kiosk-Displays sind ganz lustig. Einfach mal wieder mal so Displays ranzukriegen von Sets, die nicht mehr so stark im Umlauf sind. Und ja, gucken wir mal, was wir daraus ziehen und was uns da alles drin erwarten wird. So, da haben wir das Display und ich habe nochmal geguckt. Beim letzten Mal hatten wir eine Super Rare und zwei Ultras. Das ist irgendwie gefühlt ein bisschen mager. Ich hoffe, dass dieses Mal das besser laufen wird als bei Arena of Lost Souls. Und ja, schauen wir mal rein. Das Plastik ist natürlich wieder mal dick. Dann müssen wir die Zähne auch mitarbeiten. Einmal Plastik im Mund, geil. Einmal weg damit. So. Und dann machen wir unser Display, was schon einigermaßen lidiert ist, trotzdem mal auf. Ah, hier ist sogar noch geklebt von der Seite. Innen drin? Ach, Moment. Ich weiß gar nicht. Hatten die ein Konami-Seal normalerweise? Ist das Konami drum? Normalerweise steht Konami drin. Das wurde selbst gesealed. Hier hat ja mal jemand mal gecheatet. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir überhaupt dieselbe Anzahl an Boostern haben, die eigentlich da reingehört. Wie viele gehören da drin? 18 Booster. Zählen wir erstmal mal nach. So, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt irgendwie abgewogen ist oder irgendwie sowas. Das wäre natürlich ziemlich mistig. So, dann machen wir das mal hier ab. Und machen den dann hier hinter und dann haben wir so ein kleines Display und dann schauen wir mal, ob das irgendwie aus Versehen war. Ich glaube, die hatten recht genau so ein, auch so ein Konami-Teil und nicht einfach ohne gar nichts. Bin ich mir ziemlich sicher. Energieverlust. Metallpanzerkäfer. Ein riesiges, insektenähnliches Wesen, das mit dicker Panzerung überzogen ist. Es zerstört alles, was in seinen Weg gerät. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob es das erste oder das zweite Intro war von 5Ds im Deutschen. Da war der halt auch mal mit da drauf. Irgendwo in dem Intro drin. Patrizia der Dunkelheit und Goldene Marienkäfer, super rare. Sehr schön. Geht gleich gut los. Sehr cool. Sehr nice. Ich hab zur nächsten. Da haben wir Jurassier Spinos, der Spinat, schwarzes magisches Ritual, Schwanzhieb und schwarzer Ptera. Totenkopfritter, kämpfender Hilfsroboter, Doppelzyklon und legendärer Fisch Nummer 2. Das geht ja richtig schnell los. Vielleicht ist es ja umgekehrt abgerufen. Ist einfach nur Rodos drin. Nice. Als Ultra Rare, die Nummer 2, nehmen wir natürlich gerne mit. Sehr schön. Sehr, sehr gut. So. Flintschloss. Ach ja, das ist auch, glaube ich, das Set, wo ich damals auch die Sneak mitgemacht hatte auf der YCS Mainland. Kriegslöwenritual, Verzweiflung aus der Finsternis und Kairyoshin, ein Seedrache, der als König der See bekannt ist und seine Feinde mit gewaltigen Flutwellen angreift. Ich erinnere mich daran wegen noch dem Flintlock, der da mit drin war. Das war fun. So, wir haben Verdorbene Weisheit, Mario Kutai. So oldschool. Verrückter Fisch, ein fliegender Fisch, der mit seinem spitzen Kopf angreift und Totenkopfrittern erneut. Ja, Ancient Brain, Ancient Mind oder was auch immer. Ich glaube, die kann man beide zusammen fusionieren für irgendeinen Fusions. Ist es nicht sogar der? Moment. Ja, das ist der verdorbene Weise und der Tigergeist. Das sind die beiden, die zusammen in den gehen. ja, die Karte, die einfach Shuffeln ermöglicht. Nice. Metallpanzerkäfer, Blutsauger, den Drachen wecken und Flint. Passend zum Flintlock und Flintschloss. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht unser gesamtes Pulver schon verschossen, was die Holos angeht. Wäre noch schön, wenn was dazu kommt. Ach ja, wird ja gespoilt, wenn wir eine Skillkarte ziehen. Ne? Superkriegslöwe, Verwandlungsschleim, ein Schleim, ein Schleim, der sich verwandeln und die Form und Größe eines beliebigen Monsters annehmen kann. Das kann steht dann für beides, alles klar. Angriff auf das Hauptquartier und schwarzes magisches Ritual. Ja, ihn hier auch. Ich glaube, er ist auch ultra rare, glaube ich, der schwarze Magier des Chaos.
wenn ich mich recht entsinne. Antiker Geist, das ist ein Fusionsmaterial. Achso, da können wir noch vorlesen. Eine gefallene Elfe, die im Dunkeln große Kräfte besitzt. So eine hässliche Elfe. Kirochin Kuvagata, trotz seiner kleinen Größe hat dieses Monster kräftige Kiefer, die Metall zermalmen können. Schwarzer Ptera und Angriffsschild. Bashing Shield, glaube ich, ist das, ne? Ist es nicht eine der Karten, die damals in, ich war das Battle Pack 2 oder? Ich glaube, für Battle Pack 3 hatten sie so ein paar Karten neu erfunden, die halt irgendwie nicht so amazing waren. Ich glaube, der war auch mit Teil davon, das Artwork kommt irgendwie davon bekannt worden. Eine zweite Super Rare? Komm, weh, jetzt sind wir zwei Super, so eine Ultra. Also ich würde gerne diesmal eine mehr haben als beim letzten Mal. Das war ja halt echt schon ein bisschen schwach. Verrückter Fisch. Cyberplünderer. Kairioshin und mechanischer Riesensoldat. Den haben wir auch noch gar nicht hier. Ja, ein guter Stufe 5er Kappa. Dieses Monster schwingt eine die Erde erschütternde Axt. What? Dieses Monster schwingt eine die Erde erschütternde Axt, die durch ein gewöhnliches Schwert nicht abgewehrt werden kann. What? Ist das Deutsch? Eine die Erde erschütternde Axt. Ich verstehe, glaube ich, Deutsch nicht. What? Okay. Dann haben wir Doppelzyklon. Metallpanzerkäfer. Verdorbene Weisheit und Schmerzenteilen. Ah. Eine der wenigen Karten, die zusammen wie Evenly Matched und so, die dann halt quasi durch den Spieler ausgeführt werden, die Aktion. Deswegen. Monster, die unaffected sind, halt effekten kann, weil man macht halt selbst. Und das dann halt durch den Spieler durchgeführt und nicht durch den Karteneffekt. Sehr interessant. Patrizier der Dunkelheit, Energieverlust, Verzweiflung aus der Finsternis und Kriegslöwenritual. Dann der Kiro Gochin Kuvagata, Mario Kotai, Flint und Küstenritter. Na komm schon. Kann noch ein bisschen besser werden. Eine doch. Kann doch nicht sein, dass wir jetzt einfach hier komplett auf dem Trockenen sitzen. Den Drachen wecken. Sasuke-Samurai. Angriff auf das Hauptquartier und Joris hier Hera. Na, okay. Es ist eine Super Rare. Man erinnert mich an damals, ich hatte damals auch eine Hera und Stauriko gehabt, als ich angefangen hatte, wieder noch so Random Packs zusammengesendet bekommen. Finde ich cool. Erinnere mich noch an damals. Aber wir haben schon mal eine Holo mehr, das ist cool. Wenn wir noch eine ziehen, das ist mega unverschämt, glaube ich. Ich weiß halt nicht, was die Ratio ist. Ich glaube nicht, dass das, was wir letztes Mal gezogen haben, der Schnitt sein sollte. Ich fand das doch schon echt wenig. Verwandlungsschleim, Versiegungszeremonie von Suiton, Schwanzhieb und... es war letztes Mal nicht gut, tatsächlich. Zeitmaschine nochmal als Ultra Rare. Klassiker-Karte, sehr cool. Nice. Sehr gut. 5 Holos. Ja, that's what I'm talking about. Ich weiß gar nicht mehr, was man aus dem Display gezogen hatte damals. War das irgendwie 4 Ultras, 6 Supers oder so? Oder 8 Supers, 4 Ultras, 6 Ultras? Ist schon so ewig her, dass ich so ein richtiges Display davon aufgemacht habe. Flintschloss, Kriegslevel-Ritual, Cyberplünderer und Eisernes Ziehen. Waren ja auch nicht so viele Displays. Was hatten wir? 5 oder 6 Sets davon? Oder 4? Kämpfender Hilfsroboter, antiker Geist, Küstenritter und Blutsauger. Vorletztes Pack. Bisher aber noch keine Skillkarte. Hier sind noch Skillkarten drin, noch safe. Den Drachen wecken. Versiegungszeremonie von Suiton, Superkriegslöwe und Sasuke Samurai. Also, wenn das Ding abgewogen war, dann hat das jemand nicht gut abgewogen. Falls. Ich weiß es nicht. Dann schauen wir mal. Letzte Karte. Mal sehen, ob da noch was Gutes dabei ist. Oder letzter Booster. Tutan Mask. Oder Tutan Mask. Maske. Flint. Angriff auf das Hauptquartier und Verwandlungsschleim. Nein, zum Abschluss gibt es nichts mehr Saftiges. Aber ich beschwere mich heute nicht. Die Pulls waren eigentlich ziemlich nice, denn wir haben heute einfach 2 Holos mehr gezogen als beim letzten Mal. Also letztes Mal war halt echt schwach. Diesmal haben wir bei den Super Rares Goldene Marienkäfer, Angriffsschild und Jurassier Hera. Sehr cool ist. Und dann bei den Ultra Rares haben wir legendären Fischer Nummer 2 und eine Zeitmaschine. Ja, ich bin sehr zufrieden. Das Display hat gut performt. Also so muss das. Sehr schön. Da freue ich mich schon auf das nächste. Mal gucken, ob wir dann wieder was anderes ziehen von der Ratio. Bisher ist das ja hier doch sehr abwechslungsreich im Verhältnis zu den Legendary Duelists als Kiosk-Displays. Ja, das war's dann hier von mir. Ich hoffe, euch hat soweit dieses Opening gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.